Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transport FIFA 2. In dieser Episode werden wir hier diesen Schönbau abschließen von den schönen Bahnhof hier in Madrid. Wir haben ja letztes Mal hier das Gleisvorfeld gemacht. Und jetzt geht es darum, dass das halt wirklich noch was aussieht, dass hier entsprechende Assets platziert werden, dass die Loks da sind, dass wir Wagen hinstellen. Einfach damit das hier nicht so leer aussieht. Das Ganze habe ich bereits gemacht. Hat knapp, ja, 2,5 Stunden jetzt gedauert. Das Ganze gibt es für euch im Speedbild und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, los geht's. Ja, und da befinden wir uns jetzt auch schon in den Speedbild. Der ganze Bau hat ungefähr eine Stunde gedauert. Ich habe dann nochmal Offcam für mich noch ein bisschen was dazu gemacht. Das war dann vor allem das Platzieren von den Loks dann später. Mit den einen Mod, den habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Braucht es recht lang, bis man hier das Richtige gefunden hat, nachdem es ja keine Suche gibt. Das sehen wir dann noch. Aber den ganzen Anfang, den habe ich jetzt da für euch aufgenommen. Ja, grundsätzlich habe ich damit erstmal angefangen, ein bisschen Bodentexturen zu machen. Vor allem den einen Bereich da hinten, wo ja der Bekohlungsbereich ist. Zumindest sah das auf dem historischen Foto so aus. Dann ein bisschen Ballast hin. Den Grün wäre hier einfach viel zu sauber. Ja, und dann bin ich mal durchgegangen, von vorne nach hinten in meiner ganzen Asset-Liste, was man denn hier so alles platzieren kann. Ich weiß nicht. Das ist so der Prozess, den ich am liebsten habe. Wirklich schauen, was hat man so und dann geht man durch. Schön wäre es, wenn ich da ein sortierteres Menü hätte, wo mir sagt, okay, das sind so kleine Sachen, das sind so größere Sachen. Ich meine, das ist hier in Kategorien ja aufgeteilt, aber das ist so semi-gut. Das gleiche ja mit der Suche, nachdem ja auch nicht alle Sachen beschriftet sind, sondern manche Sachen irgendwie mit Nummern nur. Aber ja. Wasserkräne dürfen natürlich auch nicht fehlen. Kommt bei jeder Plattform natürlich hier einer hin. Ich glaube, das sind die aus den Niederlanden, Pack, glaube ich. Auch hier beim Güterschad und auch da bei den Gleise. Ein bisschen in den Boden rein versenken, damit man das Weiße hier nicht so sieht. Ja, und dann geht das Scroll weiter so nach rechts. Hier dachte ich, wir machen da so ein bisschen Gebüsch rein, damit es hier nicht ganz ohne Grünzeugs ist. Aber das wird dann später noch ein bisschen zugestellt mit ein paar anderen Sachen. Auch die Bahner, glaube ich, haben es gern, wenn es mal ein bisschen grün ist. Und eventuell, mal sehen, könnte man den Gleisbereich weiter oben, also links von der Drehscheibe, ein bisschen weiter nachbilden und die Strecke auf der, also wenn man den Bahnhof jetzt vor sich hat, so wie da, auf der rechten Seite, bei dem haben wir da nicht sicher. Auch mit dem Museumsgleis, vielleicht, dass wir noch was anstellen. Parkplätze dürfen auch nicht fehlen. Das Schöne war, dass man hier die Assets recht gut platzieren konnte, nachdem hier alles schön flach ist. Dann direkt hier beim Bahnhof auch nochmal so ein kleiner Parkplatz. Mit dem Bahnhofsvorplatz bin ich mir noch nicht sicher, was ich da noch final hinbauen werde. Also der ist relativ undekoriert noch. Ja, Bekohlungsanlage hat mir eigentlich da ganz gut gefallen, auch wenn mir der Teil links und rechts fehlt. Das habe ich dann aber ganz kreativ gelöst mit so einer kleinen Laderampe nach oben. Aber das wollte ich mir da hinstellen. Ich dachte, das passt eigentlich so ganz gut. Und jetzt suche ich da gerade schon irgendwie noch Assets, was man da halt irgendwie hinbauen kann, dass man sagt, okay, so haben wir die Kohle da irgendwie da oben hingebracht. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so lange suchen müssen, bis ich das gefunden habe. Kran habe ich mir auch noch überlegt, ob ich den noch irgendwie hinbaue mit den Schienen. Hab's dann aber lassen. Ich hab den dann in der anderen Variante hingebaut. Genau, so, und das war jetzt die Lösung. Da, dieses Förderband hier. Ein bisschen in den Boden versenken und dann mal gedacht, ja, okay, die werden das dann da rauflegen, das fährt dann da hoch und dann wird's da irgendwie reingeschippert. Irgendwie so. Und auch da, ein bisschen Kohle, weil hier ist es garantiert dreckig, wenn hier die Bekohlung ist. Und jetzt geht wieder weiter, was kann man denn so für Assets aussuchen? Mein Plan für die Zukunft ist, dass, wenn es geht, dass ich pro Woche eine Transport FIFA 2 Folge mache und nicht mehr. Grund dafür ist einfach, dass diese die Schönbauprojekte halt einfach immer extrem viel Zeit brauchen. Also eben, das war jetzt hier mit, also wenn ich jetzt alles zusammenrechne, da waren es jetzt knapp. Ja, der ganze Nachmittag, wo ich dran gesessen bin. Ich habe da immer wieder mal ein bisschen was dran gemacht und auch inklusive das, was er
in der vorherigen Episode gesehen habe. Und dann wird man ja wieder Recherchen machen und dann gerade so dieser Kleinscheiß mit den Decals, wo man dann Fässer und so weiter hinten erzählt, dass man es quasi schmutzig macht. Das braucht ewig lang. Aber ich mache es gern. Ja, und da halt eine Folge pro Woche. Ich werde es nicht garantieren können, dass es immer klappt, aber weitestgehend. Soweit wie halt die Muse da ist. Und gerade wenn man so einen Spielplatz hat, wie den neuen Bahnhof hier, da baut man doch gern. Da habe ich dann bemerkt, dass da hinten der Berg nach oben geht. Das habe ich dann gleich mal hier alles wieder platt gemacht. Und jetzt, wo ich es gerade sehe, im Nach-Edit, ich glaube, ich habe das Terrain dann nicht wieder sauber gemacht zum Schluss. Ah, müsste ich mal kontrollieren. Dort, das kleine Gebäude da zum Beispiel, gehört auch da zu diesem Bahnhofspaket dazu. Inklusive dieser Drehscheibe und dann gibt es noch ein paar andere Mini-Gebäude. Es gibt ja auch diese Verschubschiene da. Die habe ich jetzt noch nirgendwo platziert, aber für die finde ich sicherlich noch einen Platz. Und ich denke, wenn dann hier ganz gut Eisenbahnverkehr ist, also wenn wir jetzt dann die Strecke nach oben weiterbauen und dann hier da, was weiß ich, zwei Intercities reinfahren, zwei Regios und dann hier noch Güterverkehr ist, dann glaube ich, ist ganz gut was los. Vom Güterverkehr her habe ich die Gleise dann erstmal ein bisschen random belegt. Wir werden es dann später sehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo hier die Güterlinie effektiv reingehen wird. Also ich will es dann vermeiden, dass die dann hier in meine Assetwagen und so weiter reinfahren. Also das werde ich dann unter Umständen noch anpassen. So, hier bei den Güterplattformen natürlich alles Mögliche an Kisten und Teilen, was man halt so braucht. Und was da so rumstehen würde, habe ich mir dann platziert. Stellwerk darf dann auch nicht fehlen, kommt dann noch. Aber kommt dann weiter später dann Besseres. Und da war das ein bisschen nervig, dass jedes Mal, wenn man hier was platziert, da kommt dieser komische Nebel oder was auch immer, oder Staub, keine Ahnung. Es ist super nervig, vor allem wenn man schnell Sachen hintereinander platziert, dann sieht man halt einfach nichts. Da muss ich mal schauen, ob es dafür einen Mod gibt, der das wegmacht. Das ist echt nervig. Es sind so Probleme, die der Schönbauer hat. Ja, dann dachte ich mir, Kräne würden hier nicht schaden, dass man hier ein bisschen was abladen kann. Zu der Zeit her passt es ungefähr. Abstände sind nicht ganz ideal, aber ich habe sie immer so ein bisschen rotiert, damit es nicht ganz so steril aussieht. Erst später bin ich dann auf die Idee gekommen, auch die Kräne zu verbauen, die sich effektiv bewegen. Ich habe dann, glaube ich, zwei von denen platziert. Könnte man auch noch austauschen. Oder eine kleine Bank, damit man hier das ganze Gleisvorfeld beobachten kann. Dann halt wieder quasi die ganzen Schmutzsachen, damit es hier ein bisschen belebt ist. Alles mögliche an Krümpel und Zeugs, also einfach bitte zustellen. Ganz random. Da hätte ich gern einen Mod, wo ich einfach sagen kann, okay, generiere mir erst also Zufalls-Decals, aber so kleine Sachen. Und jedes Mal, wenn ich was platziere, dann tue ich es mit irgendwas anderem austauschen. Das gibt es zum Beispiel da mit den Fässern und so, das sind andere Varianten geploppt wird. Aber da hätte ich gerne eine größere Mischung daraus. So, hier die ersten Güterwagen. Das sind die britischen. Das sieht jetzt gar nicht mal so falsch aus. Irgendwas Altes, was einfach da steht. Von den Güterwagen kommen dann später auch noch moderne dazu. Das ist einfach eine kleine Mischung aus modern und alt. Da hat es vielleicht eine Holzanlieferung gegeben. Alles querbeet, Maschinen oder was auch immer, Mähsäcke. Da ist der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt, was man hinbaut. Oh genau, da sind jetzt die Kräne, die sich auch bewegen. Die slappen nur leider irgendwie total dämlich da auf der Schiene. Aber die habe ich dann hier einfach in der Plattform so rein versenkt, damit das halbwegs passt. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, wie sie sich dann effektiv bewegen. Das werden wir dann auch dem Speedbuild platzieren. Menschen habe ich auch ein, zwei platziert, aber nicht allzu viel. Also ist weitestgehend menschenleer, wenn man so möchte. Dann ist es auch ein neuer Mod gewesen, wo man hier Signale per Hand bauen kann. Habe ich jetzt noch nicht verwendet. Aber ich überlege, ob ich das hier bei den Gütergleisen doch noch irgendwo verwende. Denn bei denen kann ich keine Signale platzieren. Also alles, was von dem Bahnhof kommt an Gleisen, kann ich halt nicht angreifen. Leider. Da ist dann natürlich so ein Asset-Signal ganz praktisch.
Trick dabei ist einfach, dass man die ganzen Assets einfach ein bisschen random zwischendrin mal ein bisschen dreht. Und ich glaube, das ist jetzt das finale Stellwerk. Ich dachte, da vorne macht es irgendwie Sinn. Also irgendwie Einblick bis zum Bahnhof. Ein Teil von dem Drehscheibenbereich sieht man noch. Die ersten Lokis. Und nicht wundern, die Buffers kommen hier noch. Habe ich dann recht spät dann gemacht. So random eine Plattform rein. Ich glaube, so ist es am besten, dass man hier die ganzen Sachen einfach platziert. Wenn man einfach da die Assets von vorne nach hinten durchgeht und schaut, was man so Interessantes findet. Und dann einfach random irgendwo hinstellen. Da diese Gütergruppen, die großen, die waren auch noch geil. Aber da hätte ich mir gewünscht, wenn es die noch ein bisschen in einer anderen Formation gibt. Aber dann hätte ich schon so verschiedene Güter einfach mal so zusammengestellt gehabt. Da hat es mich aber ein bisschen gestört, dass da zwischen der ersten und zweiten Gütergruppe immer so ein Abstand war. Hätte ich auch nicht den Platz dafür gehabt. Es hat auch noch ein paar geile Assets für Laderampen. Die muss ich auch noch irgendwo einsetzen, aber hier, nachdem also die Kurve so drin ist, konnte man das da nicht platzieren. Ich hätte es vielleicht auf dem geraden Stück machen können, wo die Straße ist, aber ich denke, das ist schon okay, bis es dann final aussieht. Ich habe mir noch überlegt, ob ich doch noch ein paar mehr Menschen hinstelle. Also ein kleiner Imbisswagen. Und so ein Info-Kiosk. Und dann habe ich noch ein paar Autos da hinten hingestellt, das war's dann. Ja, dann hatte ich die Idee, dass man vielleicht beim Gütergleis irgendwie so einen Portalkran hinstellen kann. Habe ich mir dann den passenden rausgesucht. Das ist der mit den Schienen hier. Vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, dass der da so hin und her fährt. Und davon habe ich dann, meinte ich, da später zwei platziert. Ja, ein paar Busse. Keine Ahnung, warten dann hier auf die Leute, machen dann irgendwie Touren. Natürlich die Autos. Ja, Parkplatz sieht doof aus. Auch da wieder random durchgemischt. Auch mal einer dabei, der vielleicht nicht ganz sauber parkt. Ich glaube, ich müsste meinen mal komplett quer hinstellen. Dann wäre es ein bisschen realistischer. Und natürlich LKWs. Aber ich meine, die LKWs hier, die werde ich vermutlich neu machen müssen, denn ich glaube, dass hier zwischendrin eine funktionierende Straße ist. Sieht zumindest noch aus. Wenn wir dann sehen, wenn ich dann Güter anliefer und dann hier die LKWs reinfahren lasse. Ein Reiterstellwerk hätte sich hier drinnen auch noch gut getan. Wäre aber noch ganz cool, wenn es dann über alle 8 Gleise gegangen wäre. Das wäre cool. Ja, oder auch das hier irgendwo rein. Aber es sieht irgendwie halt so ultra witzig aus, wenn man sich das ganze Gleisvorfeld ansieht. Der Schuppen war auch noch cool, denn der hat Güter innen drin. Das passt eigentlich ganz gut. Ein bisschen schräg rein, damit man da ganz gut einladen kann. Diesel-Tankstelle. Ich gehe da schon mal ein bisschen in die Moderne. Habe ich dann hier drin ins Grüne ein bisschen reinpflanzt. Auch wenn da primär natürlich dann die Dampflok stehen werden. Ja, hier dachte ich mir, ich mache noch diesen kleinen Übergang. Den konnte ich aber leider nicht fertig machen, denn ihr werdet es gleich sehen, hier bei den letzten Gleise dann, hat Transport FIFA dann gemeint, ja, er kann den nicht mehr gleich ausrichten wie die anderen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vermutlich müsste die Gleise irgendwie nochmal neu ziehen, aber das ist leider super nervig. Ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und habe mich dann entschieden, dass es da hinten einfach aufhört und dann gibt es einfach keinen Bahnübergang. Ich könnte mal schauen, ob ich den ganzen Asset irgendwie habe, ohne dass er snappt. Dann kann ich es vielleicht irgendwie hinschieben. Aber ja. Aber dachte ich, mache dann erstmal weiter mit anderen Sachen, wie zum Beispiel da Toilettenhäusern. Da kommen noch ein paar. Unsere Lokführer müssen ja auch irgendwann mal auf die Toilette. Dann hier ein paar Hebel für die Weichen, damit ihr das hier selber machen könnt. Und das wäre eigentlich eine super schlacke Kurve gewesen. Aber passt jetzt hier wegen der Kurve nicht. Es gibt ja da ein richtig geiles Bekohlungsset. Aber da braucht man halt Platz. Da mitunter, wo das Teil mit dabei ist, müssen wir in ein anderes Betriebswerk mehr machen. Ich überlege mich, ob das sogar manchmal nicht schlauer ist, wenn ich so ungefähre, ja, ich sag mal, Exploratory-Gleise legt, das ist so ganz grob irgendwie andeutet. Und dann schon mal die Assets hinploppt, wo ich mir denke, das hätte ich dann gerne als Feature von dem Ganzen.
Und dann tue ich es erst ausbauen mit den weiteren Schienen. Ich glaube, das wäre mein Konzept, was ich probieren müsste, sollte. Weil so habe ich ja bis jetzt immer zuerst die Schienen fertig gebaut, so wie es ungefähr, also wie es haben wollte, und dann sind die ganzen Assets dazugekommen. Ja, die ersten Güterwagen. Da habe ich am Anfang mal die genommen, was man hier in der Schnellauswahl drin hat. Und auf dem historischen Foto sind auch da in dem Gleister drin ein paar Gütersachen rumgestanden. Ach, warum auch nicht? Dann gehen wir dem ein bisschen hinterher, dann ist was los. Und natürlich einzäunen. Es ist überraschend, wie viel so ein Zaun optisch springt. Also wenn du da so Sachen einzäunst, es sieht halt einfach viel, viel besser aus, als wenn kein Zaun da ist. Der Zaun kommt dann auch noch unten hin, kommt ein anderer hin. Habe ich dann später gemacht, dann Geschwindigkeitstafeln. Da dachte ich mir, auf das Gütergleis habe ich da 20 ausgewählt. Und hier zum Bahnhof 40, wobei 40 ist da auch schon recht schnell. Arbeit. Werden dann hier schon sauber anhalten. Spannwerk wäre auch noch eine Option gewesen, aber das wäre dann echt der Zeitkiller gewesen. Ich glaube, ich hätte nur mal eine Stunde oder zwei gebraucht, bis ich die ganzen Spannwerke da irgendwie hinbastelt habe. Das fand ich noch cool. Das ist, glaube ich, ein amerikanisches Set. Das ist Beleuchtung für so ein Marshalling Yard, also quasi so ein Rangierbauernhof. Ich platziere da hier mal drei, damit es hier ausgeleuchtet ist. Und auf den anderen Gleisen habe ich dann normale Leuchten hingestellt. Ich vermisse da eine ganz bestimmte Art von ÖBB-Leuchten. Ich hatte die als Mod, die habe ich irgendwie nicht mehr aktiviert. Muss ich schauen, wo die mit dabei sind. Das waren nämlich auch noch schöne Leuchten. So, da auf schicken Kanten stellen, vor allem bei den Weichen. Die Birne hin, und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich im Güterbereich die Lampen vergessen habe. Gut, das werde ich dann noch nachträglich machen. Kleine Details. Was wir jetzt natürlich die ganze Zeit noch nicht platziert haben, sind natürlich die Signale, und die platziere ich jetzt. Und da ist mir das dann auch gefallen, dass ich die natürlich nicht überall platzieren kann. Aber weitestgehend, so wie die Signale jetzt stehen, also hier die Ausfahrsignale, bin ich eigentlich happy, das reicht eigentlich. Ich bin einfach noch gespannt, wie das dann wird, wenn halt hier wirklich mal Traffic ist, wie sich das dann verhält, ob es dann hier Stau gibt oder so. Ja, mal gucken. Da die Weiche musste ich neu ziehen. Die hat zwar eine zu krasse Krümmung drin, aber ich fand die jetzt nicht so schlimm. Also platzieren. Auch fürs Gütergleis, Ausfahrt und das Äußerste. Da kann ich zum Beispiel kein Signal hinsetzen. Und bei dem Äußersten werde ich, denke ich mal, so ein Fake-Signal hinstellen. Brauche natürlich auch noch Signale für die Einfahrt. Die habe ich dann ein bisschen weiter vorne hingestellt, weil die können dann ruhig da vorne auch stehen. Geht es sich nicht im Weg um. Und bei diesem einen Übergang von den Gleisen her, da habe ich mir noch überlegt, ob ich da eine Pfeiftafel hinmache. Habe es dann aber nicht gemacht. Einerseits, glaube ich, gibt es dann jedes Mal Pfeifgewitter und die Züge sind ja eh mit 40 unterwegs. Links und rechts, wenn man schaut, dann sieht man es. Ja, nee, brauchst nicht. Und das ist jetzt der Moment, wo ich die ganzen Loks dann hier ausgewählt habe. Und in diesem blöden Menü kann man halt nicht suchen. Und die Sortierung ist auch blöd. Also kannst du halt immer zigtausend Mal hin und her scrollen, bis man dann halt seine Lok gefunden hat. Eine Kategoriefunktion wäre schon mal schön, dass man sagt, okay, hier hat man nur Dampfloks oder so drin, aber das hat es leider auch nicht. An der Stelle höre ich auch auf mit dem Speedbuild. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die ganzen Sachen platziert in dieser Mod da drin und das war nervig. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal das fertige Endprodukt. Ja, liebe Leute, da wären wir fertig mit dem Speedbuild und das ist die finale Version von diesem Bahnhof. Also vorerst final. Eben, ich habe ja erwähnt im Speedbuild, gab es ein paar Stellen, die ich vergessen habe, die muss ich noch machen. Aber soweit passt es erstmal. Also die ganzen Wagen stehen. Schauen wir uns das doch mal hier im Detail an. Hier die zwei Güterwagen auf diesem Stumpfgleis. Die ganzen Ausfahrsignale. Hier habe ich mal ein bisschen zugestellt. Einerseits haben wir hier zwei Schlafwagen. Dann diese Güterwagen von der DB mit Graffiti. Stahlträger, glaube ich, sind es. Dann Schweizer Postwagen hier hinten. Hier gemischter
Türe zu und da stehen schöne Dampfloks davor. Bereits zur Abfahrt, die 05 und die 44. Ich dachte, das sieht ganz cool aus. Ich hoffe, der Güterzug, den ich dann hier reinschicke, fährt auf dem Gleis hier rein. Aber das werden wir dann sehen. Auch hier, die ganzen Decals hier. Das sieht einfach wirklich gut aus. Und überraschend, wie gut die da in einer Linie dran sind. So, die Kräne, die sich bewegen. Der eine macht es jetzt hier sogar. Schön. Hast sogar der Abstand, sind sie hier nicht im Weg. Und da ist auch eine Lok. Die könnte dann auch theoretisch hier losfahren. Und da fehlt es einfach ein Signal. Also hier würde ich so ein Kunstsignal hinbauen. Dann auch für das Gleis hier und für das hier. Und da steht auch noch ein kleiner Güterzug. Wartet auf seine Abfahrt. Und das ist mein kleines Museumsgleis hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so lassen wäre. Also da E-Zug hier von der Schweiz. Fährt leider im Original nicht mehr. Da könnte man noch was hinstellen. Ja, da werde ich mal was einfallen lassen für das. Das ist erstmal, damit es hier nicht leer ist. Eventuell mache ich auch hier noch ein paar Decals hin, damit es hier nicht so sauber ist. Man könnte auch hier noch ein bisschen mehr hinstellen. So wie auch da hinten, aber ansonsten... Ja, ist okay. Da ist eine kleine Köpf noch. Steht da hinten drin. Ich glaube, das wäre noch ganz witzig. Ja, ich meine, ein bisschen habe ich ja hingestellt, aber... Ja, mehr geht immer. Vorerst ist es erstmal okay. Also gerade hier könnte man dann ein paar Personen hinstellen, Bänke, einen Schirm oder sowas, die Leute hier irgendwie sitzen können, sich das anschauen können. Je nachdem, wie die Stadt wächst, machen wir hier irgendwie so eine Panoramastraße noch hin. Also das ist ja noch, wir müssen das Ganze ja noch anschließen und auch da Busse irgendwie hinfahren lassen. Und es hat ja hier irgendwie einen Busstopp. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Und ja, aber so grundsätzlich, ich bin wirklich zufrieden, wie das geworden ist. Ich meine, hier könnte ich noch ein bisschen was hinmachen. Ich glaube, das mache ich auch off-cam, dass hier nicht so ganz so leer ist. Aber ja, wohl. Schön, wie das geworden ist. Auch da bei unserem kleinen Betriebswerk hier. Zugmüllt hier ein bisschen. Man könnte vielleicht noch ein, zwei Büsche hier reinmachen. Ihr seid alles voller Kohle, sonstigen Gerümpel. Da stehen auch die Dampfloks bereit für die Abfahrt. Ja, die wird jetzt gerade irgendwie bekohlt oder ist bekohlt worden, besser gesagt. Ist ein bisschen im Used Look. Und den Lokschuppen habe ich auch ein bisschen ausgestattet. Der ist nicht komplett voll. Hier stehen auch zwei russische Loks. Da der Oldtimer. Warum auch nicht? Britische Loks sind auch zwei hier. Und ein paar Dieselkollegen. 2218er. Oder? 2x218, ja, ja. Da haben wir eine Köf. Und hier noch die Dampfloks. So. Kleiner Schienenbus ist auch mit dabei. Warum auch nicht? So ein bisschen für die Skifahrten muss ja nicht alles Dampf sein. Ja, es sieht schon cool aus. Also ich denke mal, die Lok sollte ich vielleicht... Ja, wobei es geht sich gerade aus da. Mit dem Rauch. Aber den Kollegen hier sollte ich weiter rausstellen. Sieht ein bisschen doof aus. Aber sonst ein cooler Effekt, dass hier alles ein bisschen rumdampfen ist. Ja, sogar das kleine Häuschen. Hat hier ein bisschen einen kleinen Rauch am Start. Coole Sache. Ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich werde noch ein paar Detailarbeiten machen. Der Kollege ist auch ganz nett. Mit dem sind wir ja in TS Classic auch schon gefahren. Und ja, wird dann spannend. Kleines Präsent habe ich noch für euch. Ich habe mir nämlich für sehr viel Geld da diesen Zug hier gegönnt. Österreichische Lok. Und dann haben wir hier Pullmannwagen. Und Express lässt grüßen. Erste und zweite Klasse, inklusive Gepäckwagen. Das ist erstmal mein Intercity. Und ich würde sagen, wir schauen uns von dem halt die Einfahrt an. Wie das denn hier so wirkt. Ich würde sagen, von hier so. Kurz anklicken. Bitte losfahren. Nach dem Autosave, natürlich. Bisschen schneller.
Ja, richtig schön. Und ich sehe gerade, da muss ich mal den Sound ein bisschen pimpen. Ich habe den gerade ein bisschen leise eingestellt. So, und jetzt hier die Bahnhofseinfahrt. Macht den Sound gerade richtig laut, dann habe ich es dann später im Edit, wie es eigentlich sein soll. Los geht's. Gut, hier könnte man eigentlich noch die Bahnsteiganzeige mit reinbasteln, aber ich glaube, das passt nicht ganz zum Setting, weil das hier alles ein bisschen älter ist. Ah, sehr schön. Cool, dann lassen wir dich erstmal hier drin stehen. Geht sich ja auch von der Bahnsteigkantenlänge hier ganz gut aus. Also gut, einen könnte man vielleicht noch mit dazu tun. Aber das passt. Wirklich schön. Ich muss mal hier mal den Schwung mal ganz kurz ansehen, wenn er da reinfährt. Und die Ausfahrt müsste dann eigentlich über das Gleis hin. Ja, wisst ihr was, wir lassen ihn doch mal fahren. Und schauen mal, wo der rausfährt. Ja, wunderbar. Der fährt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hier müsst ihr dann auf die andere Seite wechseln. Ja, mal sehen, vielleicht passe ich das Gleisvorfeld nochmal ganz leicht an. Dass wenn er hier rausfährt, dass er vielleicht doch hier oben raus kann, auf das Gleis zumindest. Wir könnten auch eine Weiche hier so runter machen noch. Oder da irgendwie so. Da wäre es zwar nicht mehr nach Vorbild, aber ja gut, das ist eh schon nicht ganz. Allein schon wegen dem Bereich da, weil ich es nicht anders hinkriegt habe. Weil dann haben wir hier einen Zug, der dann hier reinfahren kann bis hierhin. Wobei, das hätten wir dann sowieso, weil er dann hier rausfährt. Ich überlege mal was. Ich schaue mir das mal an. Aber soweit passt es. Das war erstmal der Finale. Schön, Bau. Ich hoffe, das gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt hier in Transport FIFA 2. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.